So, da sind wir wieder. Wir haben ja nochmal ganz von vorne angefangen. Wir haben die Map einfach nochmal, ja, resettet sozusagen. Ja, das kann man so sagen. Ich habe schon wieder meine Musik vergessen. Ah, okay. So Gut, dann läuft. erzähle ich euch in der Zeit mal, wie der Map-Ersteller heißt. Und zwar ist das der Nikolas. Und ja, die Map findet ihr im Minecraft-Forum im Deutschen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die Adresse davon ist, aber wir verlinken das ja sowieso. Wie immer eigentlich. Chaosaufnahme. Ja, und ich habe mir mal die ganzen Aufgaben notiert. Das ist eigentlich recht einfach. Wir sollen Sali und Amina retten, ein Dorf bauen, einen Dorfbewohner eben 4 Stück bekommen. Dann sollen wir 9 Druhen finden, Tiere finden, und zwar 2 Schafe, 2 Kühe, 2 Schweine, ein Huhn. Pilze züchten. 10 Brote machen und 30 Wassermelonenstücke sammeln, 10 Kürbisse, 10 Bücherregale, 10 kaktusgrüne Wolle, 64 Kekse, 10 Pilzsuppen, ein Kuchen und 5 Smaragde. Juhu, juhu. Also ich denke, das ist recht schnell zu erreichen. Das ist in Ordnung. Was tust du? Was ist denn das hier überhaupt für ein Stein? Das ist Wolle wahrscheinlich. Wolle, ja, schwarze Wolle. Ja. So, Ja, pass auf, wie gehen wir denn jetzt vor, damit es denn diesmal auch besser klappt? ich bringe die Dorfbewohnerin gleich nach unten. Ich Okay. würde auch die Schienen machen. Gut, dann holz ich hier den Baum ab. Genau. So, die Erde packe ich erstmal in die Truhe, weil die brauche ich gleich. Ja, ich würde jetzt auch ein bisschen Erde abbauen hier. Ich hoffe, das stört dich nicht. Nö. Weil damit mir nicht das ganze Holz runtersegelt. So, da noch und dort noch. Ich versuche jetzt mal hier die Schienen fertig zu Ja, machen. ich finde das auch besser, wenn du das machst. Das Ja, ist, ich lieg wahrscheinlich gleich irgendwo unten, aber ja, ich bin der Schisser und du liegst unten oder so. Das ist. genau, weil ich keine Angst habe. Naja. No brain, no pain und so weiter. Naja. Okay, Boah. das. Na, warte. Wenn ich wieder oben bin, schubse ich dich runter. Warte, du Bengel. Wirst schon zu sehen, was du davon hast. Du wirst es sehen, du wirst es sehen. So, jetzt aber hier noch mehr Erde Jo, da ist ein abgebaut. Zombie und ich hab nix, kein Schwert, kein gar nix. So, mal eben sehen. Super. Das ist ganz schlecht, würde ich mal so Na, behaupten. dann hau ich den doch mit der bloßen Faust ins Gesicht. Ja, zerschlag den. Ach, ich schub's den einfach runter und tschüss. Ja, genau. Du könntest den auch runterschubsen. Ah, das ist eine gute Idee. Wäre ich nie drauf gekommen. Naja, deswegen habe ich es dir ja gesagt. Ich habe mir das nämlich schon gedacht, dass du da nicht drauf kommst. Ja. Hättest ja eigentlich gleich ein Bett mitnehmen können, Aha. ne? So, wartet doch mal. Was mache ich hier eigentlich? Wo ist denn die Truhe? Ach so, du hast ja noch gar keine Dings gebaut. Was habe ich noch nicht gebaut? Na, ich meine hier eine Werkbank. Die muss ich jetzt ja Nein. erstmal eben erstellen. Ich kümmere mich jetzt hier um die Schienen. So, ich stelle die nochmal So, dahin. die Schienen sind fertig. Das ging aber schnell. Ja, ich bin ja auch nicht so ein Schisser. So, jetzt habe ich schon mal 8 Stickies. Damit haue ich jetzt den Baum weiter platt. Weißt du, wenn man Skyblock gespielt So, hat, dann habe ich das jetzt hier also da erledigt. fällt der mir einfach ins Wort. Nein, nein. Boah, du Blöder. Du Blöder. Okay. Verfluchter. Also, ich glaube, deine oder unsere Zuschauer haben jetzt auf jeden Fall, einige haben ein kaputtes Trommelfell. Der Creeper hat mir die Schienen weggesprengt. Wie soll ich denn die jetzt reparieren? Das weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Das geht dann wohl nicht. Das geht ja schon wieder gut los hier. Ah, ich hole von ganz unten eine neue. So, ich mache jetzt mal eben zwei Oh Mann. Schwerter. So, Boah, zack. alter Schwede, ey. Das ist schon hammerhart irgendwie. Ja, das ist krass. Also, ich hole jetzt einfach von hier unten die letzte Schiene. Können wir eigentlich nochmal eine Axt machen? Ach komm, machen wir gleich zwei. Greift mich ein Slime an. Oh Mann, ey. Nee, kann ich nur eine machen. Wird das schon dunkel? Was? Wird das schon dunkel? Nee, ne? Nö, es sieht nicht so aus. Aber genau weiß ich das auch nicht. Also ich hoffe jetzt, dass kein Creeper mehr in der Nähe ist hier. Das will ich doch auch ganz schwer hoffen. Nicht, dass wir schon wieder drauf gehen hier. Ja, das wäre echt
Mist. Das kann man so sagen. Aber immerhin habe ich jetzt zwei Steine in der Tasche, die der Wahnsinn. Creeper mir da rausgerissen hat. Wow, bloß nicht hier runterfallen, ey. Gott, ist das hoch. Man könnte gerade meinen, du hättest Höhenangst. Ach was, nein, kein Stück. Ich bin da ganz schmerzfrei, was Höhen angeht. Ach, weißt du, ey, mit dieser blöden Holzaxt, das kannst du doch auch alles knicken. Ich bin da so gewöhnt, hier mit Eisen und so zu arbeiten. Ja, das ist, geht das so schön verwöhnt, schnell. Hä? Ja, verwöhntes Gör. Da geht das so schön schnell alles. Und jetzt hier muss man mit Billigkram klarkommen. Du, das geht nicht mit deiner Erde hier. Was? Dass du hier die Erde über die Schienen baust. Warum nicht? Ach, du hast mir da was abgebaut. Hör mal zu. Du kannst das doch nicht einfach abbauen. Was wäre denn gewesen, wenn ich jetzt da drauf gestanden hätte? Was machst du hier, ey? Na, ich will den Baum abholzen. Und warum hast du die Kiste offen gelassen? Wieso habe ich die Kiste offen gelassen? Du hast die Kiste offen gelassen. Wie soll ich die denn offen lassen? Die war offen. Ja, weil du die aufgemacht hast, also kein Wunder. Also das geht so nicht, deine Schlamperei hier, ne? Ist nicht, du schläfst auf dem Sofa. So, warte mal. Ja, ich brauche noch Erde. Ja, du hast doch genug. Da hast du auch wieder recht. Au. Was soll denn das? Hast du mich gerade gehauen? Nein, ich bin da runtergefallen. Ey! Und nicht, wenn ich da gerade drauf springen will. Hier, wollen wir mal die Dorfbewohnerin in die Lore schubsen? Nein. Lässt du mal die Finger von der? Dorfbewohnerin, hallo, du mit deiner schönen Brille hier, hallo. Lass das. Oh, ey. Kann ja wohl nicht angehen, da wird man hier gleich verprügelt. So. Nur aber, ich habe jetzt das Holz, nehme ich mal mit, ne? Also da, ich baue jetzt mal die Betten ab. Ja. So, hier, das Lager wird jetzt aufgegeben. Da können wir eigentlich die Wolle hier mitnehmen. Ich dürfen wir das? Die Lore. Dürfen wir die Wolle hier einfach so mitnehmen? Keine Ahnung. Lass das einfach mal. Hm. Du mach das richtig, ne? Ich versuch's ja. Huch. Ich schlag die zurück, wenn die hier irgendwie... Falls ich nicht runterfall, heißt das. Siehst du, jetzt hast du sie geschlagen. Sei froh, dass hier kein Eisengolem ist. Ist doch egal. Du schieb die nicht. Ach, du hast das gesichert, dann ist gut. Natürlich. Ich bin ja nicht du. Ich bin ja nicht du. So, jetzt hockst du drin. Ja, toll. Ich schick die da mal nach unten. Ja, schick die doch mal nach unten. Wie macht man das? Na, die anschubsen. Oh, die fährt da runter. So. Also, kommst du mit dann? Wenn die unten ankommt, ist sie tot. Ja, wahrscheinlich. Kommst du mit? Vor lauter Angst. Ey, sollen wir hier... Achso, wir dürfen nichts abbauen, ne? Das wäre ja eigentlich zu schön. Ich nehme mal die Werkbank mit, ne? Ja, nimm mal die Werkbank mit. Die Betten hast du auch mitgenommen? Was für Decken? Betten! Ach so, ja. Die Bettdecken hoffentlich auch. Ach, die Musik dröhnt mir hier so auf dem Ohr. Ich hoffe nur, die ist heil angekommen und ist jetzt nicht irgendeinem Creeper zum Opfer gefallen oder ja, so. Ja, wahrscheinlich. Das, also, dann ercheaten wir uns aber unten sofort eine neue. Also, das machen wir nicht nochmal. So, Oh Mann, ey. Kommst du da überhaupt runter oder, Du, das kann sich nur um Stunden handeln. Du bist wahrscheinlich schon unten, ne? Ah! Siehst du? Siehst du, das kommt davon. Ja, ich geh doch mal eben schnell runter. Ich bin die mutige Millennia. Ich schaff das, ich werde das dem Malkondo schon zeigen. Ja, und dann kommt hier ein Skelett und erschreckt mich einfach. Ja, ich höre da ein Skelett, steht das stirbt. Und guckt mich blöd an. Naja, solange es nur blöd guckt und nicht blöd schießt. Ja, geschossen hat's auch so ein bisschen. Warum nimmst du eigentlich nicht ein Schwert mit? Das wird dunkel, Mann. Ja, Mann. Oh Gott, ja, ein Schwert wäre eine gute Idee gewesen. Jetzt habe ich hier ja, noch einen. Hier. Ja, werf mal her. Hinter dir. Ich kann mich nicht umdrehen, sonst habe ich einen Pfeil im Rücken. Was hast du eingesammelt? Nee, hier. Ich habe es immer noch nicht eingesammelt. Jetzt, jetzt geh mal schneller, das wird dunkel. Oh, ich hau ja dich. Warum rennst du mir in... Ach, hier, so macht man das. Siehst du, jetzt habe ich das... Lauf mal du, weiter. Ich bin in dir. Jetzt geh du mal weiter. Los. Das schaffe ich niemals darunter. Boah, ich verhungere gerade. Hast du was zu essen dabei? Ein Setzling. Nee, ein Setzling ist kein Essen. Warte doch, ich habe hier doch diese komische Pilzsuppe. Da unten ist, glaube ich, wieder ein Skelett oder sowas. Warte mal. Wo bist du jetzt schon hin? Ich mauere hier gerade die Dorfbewohnerin ein. Moment mal. Da ist ein Creeper. Hier, warte mal. Wir müssen uns selbst einmauern, oder? Hast du... Schwerter haben wir doch dabei, oder? So, die ist gesichert. Wo kann ich denn das Bett hinstellen?
Hier, so, da. Und ich da. Kann nicht schlafen, doch jetzt. Ja, da kommt ein Creeper, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, der hat's natürlich wieder auf mich abgesehen, genau wie in meinem Let's Play Malkondien, scheißen Dreckdings da. Creeper, cool. Der kommt nicht, pass auf, pass auf. Der explodiert bei dir überhaupt nicht. Ah, Hilfe, da ist eine Spinne. Ich bin gleich tot. Ja, man muss ja auch nur laufen, dann explodieren die auch nicht. Ah, scheiße. Boah, jetzt kommt hier noch ein Enderman, also ich bin hinüber. Wie, du bist hinüber? Ich bin tot. So ich ziemlich. Auch. Ich krieg jetzt noch irgendwas in den Rücken. Roms. Und dann ist bei mir Feierabend. Oh. Leute, nee, ey. Du, da hinten in der Truhe waren doch Äpfel, oder? Ja. Schnell, nimm dir da welche raus. Guck dir den Enderman nicht an. Ich guck den doch gar nicht an. Komm, hau rein. Ja, aber das füllt mich nicht ganz auf. Oh, pass auf, nimm den Pfeil-Dings hier, da, und nimm ein Skelett. Nen Pfeil-Dings. Pass auf, nen Pfeil-Dingsen. Ach, hör doch auf. Stirb, du Knochengerippe, du. Wie viel Leben hast denn du noch? Drei Herzen. Gut, oh, da ist noch ein Skelett. Nein. Diese Nacht werden wir nie überstehen. Da kommt ein Skelett, Vorsicht. Da kommt ein Skelett, Vorsicht. Ja, wo denn? Na, hinter dir. Wo ist hinter dir? Aber mach dir nichts draus. Die gehen sowieso nur auf mich los. Ja, ist doch perfekt. Ich habe nur ein Herz. Ich bin gleich hinüber. Ja, ich komme. Ach, es ist schon vorbei. So, her mit dem Essen. Herzen wieder auffüllen hier. Oh, da ist der blöde Enderman. Panik, ja. Panik. Ich pack mal alles, was ich so bei mir trage, in die Truhe. Ja, hier dich nicht Fall. Damit wir nichts verlieren. Ja, ich würde hier auch mal was reinlegen. Ja. So, und dann mache ich jetzt einen Enderman platt. Bleibst du wohl da, du sagst du. Ich hab mal. Komm her! Ach, ich sollte mal mein Schwert auswählen. Wo bist du? Ich krieg dich. Wo bist du? Wo bist du, du Enderfutz, du? Komm her! Mach den Mund zu! Zack! So, siehst du! Ha! Erledigt! So. Okay, jetzt gehe ich schlafen. Ja, ich versuch's jetzt auch mal. Wahrscheinlich erwachen wir gleich. Bumm. Ja, wahrscheinlich. Schnell, schnell schlafen. Oh, wir haben es geschafft. Da ist ein Creeper, der steht da oben rum. Er kommt jetzt hier runter. Wo? Ach du Scheiße. Der mach ist ja ganz braun. Weg. Mach den weg. Mach den weg, mach den weg, mach den weg. Roms. Die Schafe sind tot. Wie, die Schafe sind tot? Ja, hier waren die Schafe, die sind explodiert. Nein. Ja. Mach keinen Scheiß. Nein, ich mach keinen Scheiß. Die Schafe sind tot. Wir haben zwei Wolle gekriegt. Die sind alles voll Endermänner. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, wir haben das irgendwie... Ja gut, also Schafe können wir dann auch spawnen lassen. Dann ist das so. Die werden mit Sicherheit hier spawnen. Ich mache mir jetzt nochmal ein neues Schwert. Ja, mach das. Wo ist denn die Truhe? Die Werkbank da. Boah! Hier ist ein Skelett. Saudi. Hm. Also ich würde mal fast behaupten, wir kriegen Probleme. Ja? Mit dieser Adventure Map. Ja, das ist jetzt schon eine Herausforderung. Ich liebe Herausforderungen. Ach so, das kommt ja so hin. Also ich muss sagen, ich finde das ganz nett, wenn das recht schwierig ist. Aber wir sollten uns jetzt mal eben schnell eine kleine Notunterkunft bauen. Ja. So, ich mache jetzt mal eben 4 Schwerter. Ja, das ist super. So, Moment. Machen wir aus Erde erstmal, würde ich sagen, ne? Oder gleich aus Holz? Aus Holz. Okay, du hast jetzt ja das Holz schon genommen. Was ist das denn hier? Ein Faden? Das sieht aus wie ein Verband. So, ich pack mal 2 Schwerter hier rein in die Truhe. Wo bauen wir denn? Ich baue das einfach mal um die Betten. Und hier, ey. Bleib doch mal da. Moment, hier. Nein, was soll denn das? Da. Danke. Bitte. Also ich baue das jetzt einfach mal hier um die Betten. Ja, mach das. Du könntest mal eine Spitzhacke machen. Mhm. Und mal ein bisschen Stein besorgen, dass wir uns einen Ofen machen können. Hau ab da, du Enderfutz. So, nein, das war falsch. Ich muss ja erstmal. Und dann sollten wir ganz recht zügig Essen anbauen. Du, ich kann keine Spitzhacke mehr machen. Du hast das ganze Holz weggemacht.
Huch, da ist doch noch anderes Holz. Ist da noch mehr Holz drin? Ja, Tannenholz ist da noch drin. Ah, Mensch, mach mal auf. Ach, Mann, da, Enderman, du bist am Nerven ohne Ende, ey. Fichte. Dann machen wir mal nicht ganz so viel von. So. Ah, der portet sich hin und portet sich her. Mach mal gleich zwei Holzdinger hier. Mir reicht das Holz nicht ganz. Ja, ich habe noch 16 jetzt hier. Von der Fichte. Ja, dann gib mal her. Warte. Zack. Ach nein, das kann ich ja wieder nicht einzeln geben. So, da. Vielen Dank. Bitteschön. Und dann baue ich jetzt Steine ab hier. Ja. Ach, dieser Enderman nervt mich, ey. Ja, der ist ätzend. So. Sein Rumgeporte da hoch. Die Tür brauchen wir noch. Ich weiß das nicht. So, eine Tür haben wir noch. Und jetzt bräuchten wir natürlich noch Fackeln und die eigentlich auch recht schnell. Ja. Ja. Weil ich würde eigentlich ungern jetzt hier zumachen. Weil dann haben wir nachher gleich die Monster hier drin. Was zumachen? Ach so. Das Dach irgendwie. Ja, pass auf, ich mache jetzt da einen Ofen rein. Ja. Ach, das geht ja hier gar nicht. Ich muss ja die Truhe, ich sag immer Truhe, ich meine natürlich die Werkbank. So, pass mal auf, die baue ich mal gleich ab. Die stellen wir auch ins Haus. Ja. Also ich habe jetzt schon mal zwei bisschen Holz geholt, also drei eigentlich jetzt schon. So, hey. Zum gleich in den Ofen schmeißen. Ja. So, jetzt haben wir hier einen Ofen. Da. Ich kann ja hier gar nicht springen. So. Okay. Jetzt machst du also Kohle. Ja, ich hole noch mal ein bisschen Holz. So, Holzkohle. Genau, dann können wir uns nämlich gleich ein paar Fackeln machen. Ach, das hat natürlich wieder nicht gereicht. Ja, es macht nichts. Können wir da einen Pfeil reinschmeißen? Nee, geht nicht. Ich höre Slimes. Ja, ich auch. Pass mal auf, dann mache ich jetzt, da kommt der, der ist da um die Ecke. Ich mache jetzt mal eben vier Fackeln. Achso, die hast du. So, ich mache jetzt gleich Fackeln hier dran. Ja. So. Mach mal gleich drei Stück dran, wa? Ja. Ist das hier ordentlich ausgelegt? Ach komm her, wir sind verschwenderisch. Wir machen vier, so. Dann hole ich noch die Truhe. Okay. Und dann sollten wir jetzt eine Tür machen. Die Tür habe ich schon. Ach, Tür hast du schon. Ja, das ist, ja, das bringt's. Ja, super, ne? Das ist richtig toll. Die Truhe so. Hast du jetzt mittags gesagt, ne? Die dann Truhe würde ich. Würde ich noch mal ein paar Steine abbauen hier. Die stelle ich jetzt hier rein. Ist ja noch hell. Ja, noch. Holz haben wir da. So. Dann würde ich jetzt nämlich noch... Ich würde jetzt mal ein bisschen Getreide anbauen. Da noch? Getreide? Ja. Damit wir was zum Essen kriegen dann auch. Okay. Ja, es ist eine gute Idee. Ich habe hier auch noch Setzlinge, die kann ich gleich mal in den Boden pflanzen. Ja. Sehen, ich glaube, wir haben irgendwo gelesen, es gibt auch ein Erzvorkommen, ne? Ein Eisenerzvorkommen oder so, ne? Ich weiß, dass es Kohle gibt. Die habe ich vorhin schon mal gesehen gehabt. Oder Kohle, ja. Aber ich glaube Eisen auch, ne? Kohle, glaube ich, ein bisschen mehr und Eisen, glaube ich, nur ein Vorkommen oder so. Irgendwie sowas, ja. Sehr wenig. Wir sollten den einen Dorfbewohner noch irgendwie einbauen. Ja, dann machen wir das. Ich habe ja hier Steine. Ja, ich nehme Erde. Ich pack den in Erde. Okay, pack den in Watte. Ich meine in Erde. Das reicht schon, dass wir schon keine Schafe mehr haben. Aber es sollten hier eigentlich, denke ich, welche spawnen. Ja, kein Problem sein. Normal schon. Die Aufgabe war ja auch eigentlich, die zu finden. Er hat das auch, glaube ich, wie heißt er nochmal? Nikolas. Nikolas. Der hat das auch, glaube ich, geschrieben gehabt, dass eben ja Tiere spawnen. Ja. Und die aber eben nicht zu denen zählen, die man finden soll. Ja, gefunden haben wir sie, ja. Gefunden waren die Schafe auf jeden Fall. Die da, das sind immer eingemauerte Tiere. Die können also nicht von der Stelle sich bewegen, wo sie sind. Achso, die Setzlinge wollte ich noch. Das hatte er, glaube ich, auch so geschrieben. Ich mach hier mal das Loch ein bisschen zu. Ja, mach das.
Da packen wir noch aber einen nur ein bisschen. Da noch einen hin. Ah ja. Und da noch einen hin. So. Okay. Dann mache ich jetzt mal ein bisschen Werkzeug. Ja, mach mal. Stein meine ich. Steinspitzhacken. Ja. Zwei Stück. So, zack. Davon lege ich eine schon mal in die Truhe. Und da kann auch das Fichtenholz wieder rein. Und der Pflasterstein. Das ist alles voller Endermänner. Ja, wenn du Stein hast, kannst du eigentlich dann auch mal... Ich mach das mal, Steinschwerter machen. Ja, mach du das mal. Ich habe das eh da reingelegt. Ich baue noch ein paar Steine wieder ab hier. Ja. Mal sehen. Ich mach mir auch mal eine Spitzhacke. Was war denn jetzt unsere Aufgabe noch hier unten, Mensch? Wir sollten doch Amina herbringen, oder? Ja, das haben wir ja nun gemacht, aber da war doch noch mehr, oder? Das steht ja in dem Buch doch drin. Ach so, ja, ich guck mal nach. Wir haben ja auch gar nicht alles gemacht, glaube ich, was wir oben machen sollten. Weil da war ja, glaube ich, doch auch nicht nur, dass wir die runterbringen. Wow. Da ich die Schienen reparieren und die runterbringen. Tatsächlich, waren das nur die beiden Sachen? Hey, da hinten ist ja eine Brücke rüber zu dieser... Ey, da ist ja auch Lava. Hier unten sollen wir ein neues Dorf bauen. Ach, hier unten sollen wir jetzt das Dorf bauen. Ja. Gut, was brauchen wir denn dafür? Auf jeden Fall natürlich Häuser, ne? Häuser, ja. Wie viel brauchen wir denn für 4 Dorfbewohner? Weißt du das? Ah, ein Haus noch. Ah, okay, also 2 Häuser. Ein oder 2 Häuser. Ich hab dir hier ein Schwert hingeschmissen und du rennst einfach weg. Oh, entschuldige, da oben ist ein Skelett. Danke. Wollen wir das nochmal runterholen? Jetzt. Ja, hm? Hol runter. Bin ich schon wieder weggerannt? Ja. Also da drüben die Insel gefällt mir nicht so. Ja, ich weiß, ich habe das schon gesehen, ne? Oh, ich hau da mit der Spitzhacke drauf. Burn, baby, burn. So, Spitzhacke ist kaputt. So, warte. Ah, mal. Endlich Stein hier, das geht dann auch ratzfatz. Die Sonne Wir geht langsam doch unter. Wir haben schon Knochen. Was? Wir haben ja schon Knochen, dann kann ich ja mal... Ja. Unser Getreide Knochen wachsen lassen und uns Brote machen. Ja, genau. Genau das. Machst du halt mal ein bisschen Knochenmehl. Wir haben schon ordentlich Knochen. Ja, ich habe auch noch 2. Ja, wir hatten also ja schon 7 in der Truhe. Eigentlich habe ich mehrere, aber... Ich meine jetzt, ich habe 2 dabei. Ach, du hast nur 2 dabei? Ja, ja. Wo lässt du den Rest denn immer? Du, das... Im Kleiderschrank oder ja, wie? Ja, in der Truhe. Ach so, in der Truhe. Es wird dunkel, kommst ja, du schlafen? Ja, ich komm schlafen, ja. Aber sicher komm ich schlafen, Schatz. Ich hab gar nicht das Ding dabei. Warte mal kurz. Was, das Ding ist bereit, jederzeit. Das ist gar kein Problem. Lass mich raus hier. So. Ich mach uns mal ich leg mich schon mal hin, ne? Ja, ich muss uns erst abmachen. Vergesst das Zähneputzen nicht. Ja. Nanu! Ja, ich bin ja schon unterwegs. Dam, dadam, dadam, dadam. Ach, ich kann wieder nicht schlafen heute Nacht. Doch, nein? Jetzt. Huch! Jetzt wache ich direkt in dir auf. Ja, das super. Ist, Ich komme hier nicht raus. Wer soll denn das? Wer hat denn wieder die glorreiche Idee gehabt? Du. Das Haus hier. Na, wolltest du mich einsperren, ne? Nein. Nein, natürlich nicht. Ich habe Brote in der Truhe für dich. Brot? Ja, so bin ich zu dir. Sehr nett von dir, danke. Uch, das war zu viel. Na, egal. So, ich nehme mal eins mit. So, Moment, ich könnte auch mal Knochenmehl machen hier. So. Aber 6 Knochenmehl, also Bäume wachsen hier. Zack, huch. So.